liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seien Sie herzlich willkommen beim Deutschen Roten Kreuz in der Sprechstunde unserer Medizinakademie. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu einem spannenden und immer drängender werdenden Thema zu Gast haben, Herrn Dr. Felix Flohr, den Direktor der Klinik für allgemeine innere Medizin der Videa-Kliniken hier in Karlsruhe. Herr Dr. Flohr, kann man von einer Epidemie sprechen? Die Zahlen sind ja nun wirklich in den letzten Jahren gestiegen. Wir haben in Europa etwa 60 Millionen Diabetiker, allein in Deutschland zwischen 5 und 7 Millionen Diabetiker im Alter zwischen 20 und 79 Jahren. Worauf ist diese Entwicklung zurückzuführen? Ja, ich denke, man kann hier wahrscheinlich wirklich von einer Epidemie sprechen. Oft nennen wir es ja auch ein bisschen die Volkskrankheit. Und die Zahlen, die Sie genannt haben, sind völlig richtig. Und es sind tatsächlich ziemlich dramatische Veränderungen, die wir da in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Wenn wir mal zurückschauen, so in die 60er Jahre, da hatten wir in Deutschland wahrscheinlich 1% Diabetiker in der Bevölkerung. Und jetzt in 40, 50 Jahren hat das eben dramatisch zugenommen. Mit der Dunkelziffer ist es ja noch ein hoher Anteil an Patienten, die man gar nicht erkennt, die aber einen Diabetes mellitus bereits haben, sind es wahrscheinlich 8 Millionen in Deutschland. Das heißt, wir reden hier von 10% der Bevölkerung und Tendenz weiter steigend. Sie sagten gerade, Dunkelziffer ist hoch. Das heißt, man erkennt die Krankheit oftmals gar nicht, im Anfangsstadium zumindest. Sie haben völlig recht, das ist ein Problem dieser Erkrankung. Sie tut zunächst mal nicht weh. Sie ist ja definiert dadurch, dass ihr Blutzucker erhöht ist. Und diese leichte oder auch deutlichere Blutzuckererhöhung spürt der Patient oft nicht. Das heißt, in sehr vielen Fällen ist es eine Zufallsdiagnose, ein Zufallsbefund, wo aus irgendwelchen anderen Gründen Blut untersucht wird und dabei auch nach dem Blutzucker geschaut wird und dann eben ein erhöhter Blutzucker auffällt. Und das ist der Grund, warum man davon ausgeht, dass ein nicht unwesentlicher Anteil von Patienten noch gar nicht weiß, dass sie bereits einen Diabetes mellitus haben. Das heißt also, man sollte, egal in welchem Alter, regelmäßig vom Arzt auch die Blutzuckerwerte prüfen lassen. Abgesehen davon ist natürlich bei uns die Volkskrankheit auch darauf zurückzuführen, dass wir deutlich weniger Bewegung haben und uns häufig auch ungesund ernähren. Das ist sicherlich einer der das sind die beiden Hauptgründe, warum wir es hier mit einer Epidemie zu tun haben. Unser Lebensstil ist in der Tat diabetesförderlich. Und das liegt zum einen natürlich an unserem Ernährungsangebot. Wir leben natürlich in einer Überfluss-Situation, was unsere Ernährung angeht. Sie alle kennen die Diskussionen über zu große Mahlzeiten, zu viele Kalorien, die wir zu uns nehmen und gleichzeitig aber durch unseren Lebensstil, unsere berufliche Situation oft einhergehend mit einem verringerten körperlichen Betätigungsfeld. Und wenn diese Faktoren zusammenkommen und dann aber auch noch Faktoren zusammenkommen, wie eine familiäre Neigung, diese Erkrankung auch zu entwickeln, dann kann es eben zu einem Diabetes kommen. Behandlungsmethoden, die haben sich ja in den letzten Jahren rasant entwickelt, positiv entwickelt. Gibt es da irgendwelche signifikanten Punkte, die man beachten muss oder die Sie uns sagen können? Also es gibt in der Tat sowohl medikamentöse Neuentwicklung als auch technische Neuentwicklung. Auch in diesem Gebiet des Diabetes tut sich sehr viel. Und mit technischen Neuentwicklungen meine ich vor allem auch die Verbesserung der Blutzuckermessung. Das ist ja für viele Patienten ganz essentiell, um die eigene Erkrankung zu kontrollieren und zu verbessern. Wir haben schon seit langem die Möglichkeit, dass die Patienten selber den Blutzucker messen. Das sind aber Methoden, wo wir ja quasi nur Schnappschüsse von ihrem Blutzucker bekommen. Und wir wissen aber nicht, wie ihr Blutzucker sich zwischen diesen Messungen verhält. Und da gibt es jetzt neue Geräte, die kontinuierlich den Blutzucker messen und wir damit viel mehr und bessere Informationen bekommen, wie denn im Tagesverlauf die Einstellung des einzelnen Patienten ist und durch diese zusätzlichen Informationen dann auch eine Therapieverbesserung erreichen. Das ist insbesondere interessant für Patienten mit Unterzuckerungsproblemen. Ah ja, Herr Dr. Flohr, Unterzuckerung ist ja auch ein Thema.
Das ist vor allem für Patienten ein Problem, die eine Insulintherapie erhalten, weil wir damit ja über das Ziel hinausschießen können und tatsächlich Unterzuckerungen hervorrufen können. Und deswegen ist die Selbstkontrolle des Patienten so wichtig, dass er seinen Blutzucker messen kann. Und diese neuen Geräte geben uns dort eben mehr Sicherheit und mehr Information, damit der Patient weiß, in welche Richtung marschiert mein Blutzucker, wie kann ich reagieren. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Flohr. Das gibt Hoffnung für die Therapie dieser doch eigentlich Volkskrankheit mittlerweile. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Reich.